Hallo und willkommen zurück zum Fürsten Templar. Genau. Und du Jetzt gehen meintest, wir erstmal. genau, das meinte er. Du musst zuerst öffnen, oder? Hast du schon aufgemacht? Ich habe schon aufgemacht und wenn es ums Menü geht, da ist es wurscht. ESC drücken kann ich immer, auch wenn du quasi das Spiel blockierst. Ich kann dann nur eben keine Text-Dinger mehr anklicken, die da oben stehen. Okay, also, was willst du skillen? Graue. Marie. Ja. Ich möchte den perfekten Block werden. Es ist oben rechts. Und links davon ist Parade. Das möchte ich auch lernen. Oh Mann, jetzt gibt es auch noch eine Verbesserung davon. Okay, ganz rechts, da gibt es was, das heißt mächtiger Wurf. Das möchte ich. Sauteuer ist es. Herrin der Dolche. Er lernt alle Dolchwurffähigkeiten für Marie. Okay. Knapp dreimal wiederbeleben, laut meiner Dingens. Also, was willst du noch skillen? Muss noch überlegen. Mein Gott, ey. Interessant, interessant. Man kriegt aber nicht Okay, genug EP, um am Ende alles zu ganz skillen. links auf der linken Seite ist unten etwas, das nennt sich Schwungschlag. Okay. Findest du den Schwungschlag? Den hätte ich gern. Du siehst doch, ob ich ihn gezählt habe oder nicht. Ich warte darauf, dass die EP sich reduzieren. Und wenn ich dann Charakter ändern zweimal drücke, um die Seite quasi neu zu laden, dann sehe ich, dass du es geskillt hast. Ach so. Okay, und ganz unten die Lebenskraft hätte ich dann gerne noch. Wunderbar. Oh, da unten ist dann Zähigkeit, dann kriege ich mehr Gesundheit. Das ist toll, das brauche ich nächstes Mal. Gut, dann skill du doch mal. Ist auch so toll, wie Ah, diese das ist eine verstärkte Form davon. Fähigkeitenbäume Wirkt den überhaupt Schwerfall nicht zwar erklärt nicht werden. Keine Ahnung, in welcher Richtung man was eigentlich bekommt. kann niederschlagen oder Man macht Schilde einfach zerbrechen. irgendwas. Okay, bam. Das hier. Oh, okay, ja, den mache ich auch manchmal. Linksklick Hohoho. halten, das kannst du verstärken. Jetzt habe ich da einen richtig kranken Angriff auf Linksklick. Das ist einfach die stärkste Stärke. Das ist der, den, wenn du links gedrückt hältst. Ja, ich Das weiß. weißt du, oder? Er braucht aber, glaube ich, auch Inburst, oder? Ja, das ist der, mit dem man Jetzt ist die Schilde zieht. Frage, ob dieser verstärkte Schlag das Telodl stärker ist als der. Warte mal. Ah, hier machtvoller Angriff. Was hatte der nochmal? Niederschlagen. Zielt. Ach so, mache Feuer immun gegen Niederschlagen. Bei dem anderen steht das nicht Der dabei. Zelote ist diese Kombi. Die Links-Links-Rechts-Kombi. Ja. Wir haben alle drei Bonusziele schon erreicht. Jetzt sind wir doch eigentlich schon am Ende, wenn wir jetzt diese Tür hier öffnen. Eigentlich kann der starke Angriff streng genommen das gleiche wie der Schlag des Tolls. Naja. Ein leerer Gang? Unwahrscheinlich. Seid vorsichtig. Ne, 20 von 50, Feuerdrill. Mamelucken. Der Ausgang muss ganz in der Nähe sein. Haben die Ich Fallen versuche sie also doch noch durchzuführen. ihr Werk getan? Ein grausamer Tod. Wenigstens ist die Stadt sicher. Wenn die so blind sind, man sieht doch diese ganzen Punkte. Nenn ich's mal. Naja, selbst wenn es nicht blinkt, hast schon recht. Da Wir sind drüben, draußen. das muss der Ausgang sein. Gut, seht ihr? So schlimm waren die Ratten gar nicht. Ich höre gar nicht zu. Dachte ich mir. Stand das passt.
Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Sie führten zur verwüsteten Altstadt, genau in der Mitte des Armeelagers der Sarazenen. Unser Ziel war klar. Die feindlichen Trebuchets finden und zerstören, bevor sie die Mauern von Acre zum Einsturz brachten. Wir waren von Feinden umringt und mussten überaus vorsichtig vorgehen. Die Trebuchets müssen vor uns liegen. Gut bewacht, versteht sich. Überrascht? Nein, nur vorsichtig. Wir müssen auf der Hut sein. Aber ich habe gar keinen. Aber ich hab gar keinen Hut dabei. Sollst du auch auf der Hut sein und keinen Hut anhaben. Ich den linken. Mhm. Was für ein Nickbruch. Okay. Ja, Multigenickbruch. Drei auf einmal. Viele Schritte von links. Versteckt euch. Versteck dich. Wie macht man das normal? Oh, lol. Die haben mich schon gesehen. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, lass dich da einfach umbringen. Was, wie soll ich mich umbringen lassen? Gibt's dafür eine Tiefen? Oder wir machen so. Die Tunnel führten zur verwüsteten Altstadt, genau in der Mitte des... Ja, ich wusste die Taste nicht. Gut bewacht. Aber sag mir mal, wie man rollt. Überrascht? Das traurig nämlich. Nein, war auf rechts. Nur vorsichtig. Wir müssen auf der Hut sein. Da kommt nicht genug. Ich glaub, wenn du im Kampf bist, dann passiert das bei rechts. Achso. Viele okay. Schritte von links. Versteckt, versteckt euch. Ich war quasi schon gesehen, als ich das gemacht habe. Das sind aber echt viele Schritte. Ja, bei so vielen Füßen. Sie sind vorbei. Füßen. Weiter. Okay. Schleichpassage. Also ich glaube, zu denen sollten wir, glaube ich, nicht hin. Ja, ich glaube, wir sollen... Mit drei können wir nicht arbeiten. Da drüben, Nachschub. Als wäre ich ins Gefühl, wollt ihr was davon? Sehr witzig. Helft mir, ihn zu vernichten. Für die anderen. Hat niemand bemerkt. Wie verbrennen wir das jetzt? Also, ups. Fackeln sie hier so. Segen des brutalen Dolchbus. Der Dolchbus ist besser, oder? Ich krieg ihn immer sofort weg und du liest ihn noch minutenlang. Und dann kannst du nichts mehr machen, Digga. Ich will wissen, was da steht. Da stand gerade noch entzünden und jetzt hat es funktioniert. Sehr schön. Halten wir die Fackel einfach lang. Und bestimmt noch mehr. Ich habe nur eins von drei, das bringt mir natürlich jetzt nicht viel. Ich will drei von drei haben. Bloß. Eins von drei ist nicht gerade sinnvoll. Aber weil du die anderen angezündet hast, kommen wir jetzt nicht mehr auf drei von drei. LOL. Das ist aber echt bescheuert programmiert. Die Tunnel führten zur verwüsteten Altstadt, genau in der Mitte des Armeelagers. Stand bei dir da nichts? Ich habe eins von drei. Die Trebuchets müssen vor uns liegen. Ja, ich auch, aber ich habe zwei angezündet. Das wundert mich irgendwie. Hä? Aber dann zünde du nichts an. Vielleicht zählt's nur, wenn ich es mache. Oh mein Gott, ich hab's. Was? Es sind drei Lager mit jeweils drei Paletten. Ah, okay. Wir sind blöd. Naja, das kann man ja nicht wissen, also das Spiel... Versteckt euch! Das funktioniert nicht! Das funktioniert nicht! Wir sind entdeckt worden! Das funktioniert nicht! Du wurdest schon entdeckt! Was für ein Schmarrn, ich war als erster an der Mauer und du hast dich dann auf einmal hin teleportiert in diese Ecke. Genau in der Mitte des Armeelagers. Ja, aber du wurdest schon gesehen, deswegen hat dein Charakter sich auch so hingestellt, wie er sich hingestellt hat. Hä? Oder? Ach nee, so steht es immer am Zeichen. Wer hat mich gesehen? Ja, keine Ahnung, irgendwer von denen da lang geht. Ist doch unrealistisch, die waren doch noch gar nicht da. Ich war hinter der Mauer, bevor die kamen. Ich bin sofort hingerannt, so wie jetzt auch. Versteckt euch. Jetzt hat's funktioniert. Naja. Wie gesagt, nicht perfekt auf das Spiel. Aber es ist trotzdem ein tolles Coop-Spiel. Und im Herbst haben wir uns ein neues Coop-Spiel gekauft. Sie sind vorbei. Übrigens, weiter. Das Spiel, das wir im Herbst gekauft haben, das ist, weil... kein deutscher Sound.
Ja. Das finde ich nicht schön. Da drüben. Nachschub. Nicht alles lesen. Wollt ihr was davon? Als er ist, wir sind mir geduckt laufen. Mit Fackel kannst du fallen. Mit Fackel kannst du nicht reißen. Das sind zwei Spawns von meinem. Achtung! Die Hölle regnet auf uns herab. Bitte. Toll. Oh nein. Boah, der Kick war ja gut. Cooler Kill-Move. Ich habe einfach geschlagen. Hat er automatisch gemacht. Müssen wir das hier anzünden? Wo ist das? Wir brauchen das Feuer wieder. Verbergen. Kann sich hier verbergen. Hä? Oh, okay. Wieder. Okay, dann da schon. Feuer. Ich hol voll. Das schaut so aus. Also bevor wir das vergessen anzuzünden, ist bestimmt ein Bonusziel. Verbrennt den feindlichen Nachschub 1 von 3. Bonusziel. Okay, dann rennt einer mit Feuer rum, der andere schleicht, oder wie machen wir das? Voll. Hauptsache, du hast Feuer. Hier sind aber auch Kisten. Du hast recht. Und kann man das anzünden? Geht Nein, das? Da steht eh drauf. Boah, Alter, Spiel, hör auf zu lenken! Scheiß CPU, warum bist du immer so überlastet? Na gut. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Also bei mir hat es beim ersten Mal auch nichts mit E angezeigt. Ich musste es wirklich 10-mal smashen, was der angezündet hat. Ja, bei mir stand es immer instant da. Beend mal ein paar Programme. Firefox kann ich nicht beenden. Bogenschütze auf Dach bedeutet Ärger. Gut, der Spaß. Müssen wir hier auch noch ausweichen. Java Update. Wieso ist auf der Karte hier was Goldenes vor mir? Ich weiß nicht. Hier ist nichts. Hallo? Steck ich nicht. Hier sollte man nicht drauf gehen, oder? Der Bogenschütze auf dem Turm vor uns kann nur eines bedeuten. Hm. Dass wir hinlaufen und ihn beseitigen? Ich dachte eher an Ärger. Lol, das neben dir explodiert es einfach. Ja, aber wirklich aus dem Nichts, da war überhaupt nichts. Irgendwas hat sich jetzt plötzlich bewegt. Was? Wo kommt denn auf einmal her? Du hast gerade zweimal den gleichen Lag-Sound gesagt. Also. Bei mir war hier wirklich gerade, du hast dich nicht bewegt und es waren auch keine Gegner da und es war auch kein rotes Symbol am Boden. Du hast eine Sequenz gestartet. Okay. Da war aber hier keine. Ich verstehe nicht, wie du mit rechter Maustaste rollen kannst. Bei mir werfe ich dann... Im Fall? Ja, dann kann das der Charakter halt nicht. Warte auf anderen Spieler, was machst du hier? Du wurdest bewusst, du bist tot. Au! Ja. Ach, das erklärt der Kreis, der ganz da oben um uns ist. Das, siehst du dieses Symbol hier am Boden? Welches? Ja, das Pfeilsymbol, das uns die ganze Zeit verfolgt hat. Das ist hier die ganze Zeit bewegungslos. Das ist der, also mich folgt das, beziehungsweise jetzt ist es nicht mehr da, das war ein Bogenschütze von da hinten. Naja, das darfst du in meinem Fazit. Wir haben es nachher leichter, wenn wir erst die Bogenschützen ausschalten. Da ist einer! Auf dem Turm zu eurer Rechten. Oh, ich glaube, du warst zu nah dran. Er hat es bemerkt, dass du da stehst. Hä? Wie? Wir sollen den Bogenschützen ausschalten. Ja, aber ich meine, der Bogenpfeil, dieser auf dem Boden ist rot geworden. Das heißt, der Bogenschütze hat gesehen, dass du da warst. Der Bogenschütze rührt sich keinen Millimeter. Ich habe ihn jetzt umgebracht. Wenn man zwei von diesem Zeichen weg ist, versuchst du wahrscheinlich nicht auf einen zu zielen. Segen der feinen Herausforderung. Das ist für dich. Ohne Inbrunst, klasse. Herausforder... Warte mal, was war denn das überhaupt für eine? Ja, du musst deine eigenen Skills da können. Den habe ich gar nicht geskillt. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt einsetzen kann. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber der ist gar nicht so schlecht. Er sorgt dafür, dass die mich in Ruhe lassen. Achso, wir werden angegriffen. Resistenz.
noch mehr Bogenschützen auf jedem Turm. Und das juckt ihn in den Fingern. Na, Bogenschützen. Bist du da hoch? Und was sieht's denn aus? Na, ganz gut, würde ich sagen. Er ist regungslos. Ja, seht nach unten. Das erste Trebuchet. Kein Problem. Nur kein blinder Eifer. Wir sollten uns alles vorher gut ansehen. Ja. Was ist noch mehr? Ich sehe zwei Gegner, die sich und gegenseitig angucken. Töten? Oh. Oder nicht? Lasst uns ein wenig Lärm machen. Was? Wow, wir können Tontöpfe werfen. Wow, wir können Tontöpfe werfen. Schön, dass du das zweimal gemacht hast. Werfen. Klasse. Okay, ich nehme den hinteren. Nimm du den. Was war das Achievement? Lenkt einen Feind ab und tötet ihn dann im Schleichen. Warte, sind hier irgendwo diese Fackelteile? Da müssen ja alle. Nein. Durch. Also doch. Er steht bei dir nicht da. Was? Nein. Dass wir die Dinger hier anzünden sollen. Nein, stand da nicht und ich kann es auch nicht anzünden. Er muss sich hier hinten hinstellen. Ach so, das Ding sollen wir anzünden. Der stand da auch nicht, also naja, was soll's. Zwei von drei, wie wär's, wenn du das dritte dann. Ah, was? Okay, drei von drei. Ich hab's jetzt komplett angezündet. Jetzt weiß das ganze Lager, dass wir hier sind. Macht euch kampfbereit! Oh. Da sind sie doch schon. Wenn ihr da weg. Ich werde sanft. Die sind nicht mit. Das ist easy kills. Hey, da drin wird Nachschub gelagert. Allmählich habe ich das Gefühl, es bereitet euch etwas zu viel Freude, Dinge in Brand zu stecken. Nee. In der anderen Richtung war nichts mehr, oder wie? Oder ist das hier der. Das ist der. Das hier ist die Sackgasse. Also nur wenn diese Säcke blinken, sollten wir sie anzünden. Was ist denn das für ein Tribuke? Das da. Verteidigt ist ja aus wie. Oh lol, er hat die Fackel weggesteckt. Ich dachte, ich kämpfe jetzt mit der Fackel und zünd die alle an. Hab ich auch gehofft. Angreifen konnte man ja eigentlich dann. Ja, egal. Lol. Der Typ liegt noch auf. Jemand dann Fackeln. Verstrecker. Ich hab den Typen irgendwie nicht ganz tot geschlagen, so dass er am Boden lag. Und dann konnte ich Q drücken. Ah. Das habe ich mit Roland ständig gemacht. Ja, wie machst du das? Okay. Wie macht man das? Mit Roland war es wohl einfacher, dass man sie fast tötet und dann knutet. Ja, Gesundheit, sehr schön. Ja, endlich mehr Leben. Endlich habe ich wieder ein Leben. Bin in Deckung. Da bist wieder ein Schleichort. Oben sind zwei Bogenschützen, zu denen wir jetzt nicht rankommen. Sind viele Gegner. Ja. Ich bin versteckt. Ist da nicht angesiedelt. Nicht so gut. Oh. Sehr schön, das war was nicht. Das dritte Stück müssten wir auch finden. Meinst du den Bogenschützen gar nicht hin? Ich vielleicht später. Vielleicht stört noch das, wenn die leben. Ist was zum Lesen? Bist du da? Dies sind die Strafen für Verstöße gegen die Regeln des Ordens. Ihr könnt eures Ranges enthoben werden, Verlust des Habits, wenn ihr gegen einen Mitbruder kämpft,
einen anderen Christen im Zorn verletzt, einen Sklaven oder ein Pferd verliert oder tötet, einer Frau beiwohnt oder die Uniform der Templer entehrt. Ihr könnt aus dem Orden verstoßen werden, Verlust des Hauses, wenn ihr die unsägliche, ekelhafte Sünde der Sodomie oder Ketzerei begeht, mit den Sarazenen paktiert, auf dem Schlachtfeld Feigheit zeigt oder einen Christen ermordet. Strafe und Buße. Okay. Aber ich glaube, in Age of Empires waren die Sarazenen eigentlich immer nett. Wirklich? In Age of Empires war jeder nett. Ja, in der Sarazenen-Story. War der Typ sehr nett, der hat die Städte immer eingenommen und alle freigelassen. Ob das real so passiert ist, weiß ich aber nicht. Aber ich würde sagen, weiter geht es erst im nächsten Part. Der Sieg wird unser sein. Oh mein Gott, Mann, lauf doch nicht auf mich zu, während ich hier einfach rumstehe. Da, steht in die Fresse. Der verdient. So, bleibe ich hier stehen. Ich würde sagen, hier oben ist mein Abonnierknopf. Da ist Video, da ist Video und da ist Playlist. Also, und die Playlist ist auch verlinkt. Wir werden nicht vergessen und tschüss. Ciao.